Auf Instagram haben wir euch gefragt, was ihr euch für heute für ein Video wünscht und fast 380 Leute haben für den dritten Teil der Motorradfahrer Lifehacks abgestimmt, also Tricks für Motorradfahrer und wir starten direkt ins Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier auf dem Kanal von Helm Express begrüßen. Wir starten jetzt mit der Bestandsaufnahme, was ihr für dieses Video braucht. Zum einen erstmal euren Motorradhelm, dann einen Tourenschuh, sofern ihr denn mit Tourenschuhen mit dem Motorrad unterwegs sein sollt. Und deswegen haben wir auch 6 Lifehacks, weil es auch für diejenigen 5 Lifehacks geben soll, die nicht mit dem Tourenschuh unterwegs sein wollen. Wir brauchen Panzertape. Wir brauchen eine Parkkarte, beziehungsweise diese Parkkarte, die braucht ihr nicht wirklich, denn wir werden euch einen Trick mit dieser Parkkarte zeigen. Ihr braucht eine EC-Karte oder eine beliebige andere Plastikkarte. Dann so einen Ziploc-Beutel. Wir brauchen eine Kartoffel. Und diese Kartoffel habe ich im Übrigen sogar von meiner Oma geholt, denn ich hatte gar keine Kartoffeln zu Hause. Wir brauchen eine Toilettenpapierrolle. Wir brauchen Kabelbinder. Und als Werkzeuge brauchen wir noch ein Messer und eine Schneidunterlage. Und dann starten wir mit dem ersten Lifehack. Der erste Lifehack hilft uns dabei, auch bei Regen eine klare Sicht zu haben. Und zwar gibt es Produkte wie Rain-X, die das Visier so beschichten sollen, dass es abperlt. Jetzt ist das aber kein Schnäppchen und eine Kartoffel mit ihrer Stärke soll einen ähnlichen Effekt haben. Das werden wir ausprobieren. Deswegen zuerst einmal den Ist-Zustand mit dem unbehandelten Visier. Wie läuft da das Wasser ab? Das zeige ich euch jetzt im Detail. Hab hier den Helm schon mal positioniert und sprühe da jetzt einfach mal Wasser drauf. Und ihr seht, das dauert eine ganze Weile, bis das abläuft. Und ganz, ganz viel bleibt hier auch einfach drauf, sodass eben, ja, ihr kennt es alle, die Sicht sehr schlecht ist. Jetzt schneiden wir uns ein Stück von unserer Kartoffel ab. Ich nehme mal hier dieses Stück und reibe jetzt mit diesem Ende, mit der offenen Seite, das Visier ein. A few moments later. Denke, das sollte gut sein. Jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen einwirken. Das braucht aber nicht ganz lange, weil das kann ja sowieso nicht mehr als wegtrocknen. Und dann reiben wir einmal drüber. Ich reibe jetzt einmal drüber, weil wir jetzt so ein bisschen Schlieren haben. Zack. Ja, wobei, es ist ein bisschen schlierig, wird es schon. Jetzt schauen wir mal, ob denn das Wasser besser abperlt. Nochmal der Test mit dem Wasser aus der Sprühflasche. Na, Leute, seht ihr einen Unterschied? Vielleicht minimal. Ja, wobei, hier perlt es dann schon ein bisschen mehr ab. Aber ich denke, Rain-X oder ein anderes Mittel, was eben dafür ausgelegt ist, hat da schon mal eine andere Wirkung. Deswegen kriegt dieser Lifehack eher den Daumen so diagonal runter, weil so richtig die Lösung ist es nicht. Der zweite Trick bezieht sich auf die Parkkarte und soll dabei helfen, beim Ein- und Ausfahren in ein Parkhaus die Hände frei zu behalten. Und dazu schalten wir jetzt zum Motorrad. Ich habe mich jetzt zu meinem Parkhaus begeben und da fahren wir gleich mal rein. Und dann zeige ich euch unseren Lifehack. Motorräder verboten. Lol, echt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Motorräder verboten. Pff. Zack, wir ziehen ein Ticket. Geht nicht? Warum denn? Ach, hey. Ja, okay, danke. Ja, okay, macht so. Alles klar. Also, man kann das Ticket hier reinmachen. Ja, okay. Ja, perfekt. Was ich euch zeigen wollte, hat jetzt nicht so richtig geklappt. Er sagt, ich soll es hier einfach hinstellen. Aber ich will hier ja auch gar nicht parken. Ich wollte es euch nur zeigen. Und zwar könnt ihr dann, wenn ihr eine Parkkarte habt, die hier drunter klemmen und ab dann die Hände frei beim Rein- und Rausfahren. Das nur so viel zum Lifehack. Lifehack Nummer 3 bezieht sich auf das Panzertape und die Toilettenpapierrolle, denn es ist bei längeren Touren immer sinnvoll, wenn man Panzertape und Kabelbinder dabei hat. Und so, in dieser Form, passt die Rolle nicht unter die Sitzbank. Und wir schauen uns heute an, wie wir eine Panzertape-Rolle in ein Reiseformat bringen. Dazu drücken wir zunächst die Toilettenpapierrolle flach, so, zack, und nehmen jetzt das Panzertape und wickeln einfach ein Stück, einfach so eine Reisemenge, wickeln wir jetzt um das Toilettenpapier,
Denn wir haben quasi das, was hier drin ist als Pappe, hat man quasi in einer gewissen Form auch hier und kann sich jetzt eben ein Stück abwickeln. Zack. Zack. Sagen wir mal, ich habe mir jetzt die Menge abgenommen, die ich gerne haben möchte und kann das dann wunderbar einpacken. Und abgerundet wird es jetzt noch so. Zusammen mit unseren Kabelbindern können wir das Ganze jetzt in so einen Ziploc-Beutel stecken. Eigentlich, also die Kabelbinder können natürlich nicht aufweichen und das Panzertape als solches selbst auch nicht. Aber eben die Papprolle stecken das da rein. Ihr könnt natürlich auch einen kleineren Zip-Beutel nehmen und dann passt das wunderbar unter unsere Sitzbank. Und wir haben schon so viele Tricks auch gesehen mit dem Ziploc-Beutel, den solltet ihr ja sowieso immer dabei haben. Und wir machen jetzt weiter beim nächsten Lifehack. Unser nächster Lifehack bezieht sich auf den Turnschuh für all diejenigen, die dann doch mal mit Turnschuhen unterwegs sind. Wie gesagt, den Sicherheitsaspekt, den muss natürlich jeder selber für sich wissen. Und es ist aber so, wenn man mit Turnschuhen unterwegs ist, dann ist A, immer hier diese Stelle, wo der Schalthebel ist, die ist immer schwarz und der Schuh verschleißt auch einfach sehr schnell. Und man kann jetzt einfach mit Panzertape, was wir hier ja schon gerade in unsere Reisegröße umgefüllt haben, kann man sich jetzt eine eigene Schalthebelverstärkung bauen und zwar super einfach. Dazu machen wir jetzt ein Stück Panzertape ab. Zack. Und haben dann hier oben einfach die Schalthebelverstärkung und unser Schuh bleibt in Ordnung. Sieht natürlich jetzt nicht klasse aus, aber es ist eben einfach zweckmäßig. Wer kennt es nicht, dass man mit dem Motorrad dann doch mal auf dem Grünen parken muss und dann hat man oft das Problem, dass der Seitenständer einsinkt und hierfür können wir unsere EC-Karte nutzen oder einfach eine Plastikkarte. Da hat man ganz viele von irgendwelchen Parfümerien oder was auch immer. Man hat immer so eine Plastikkarte über, die man nicht braucht. Und die kann man wunderbar in seinen Tankrucksack stecken, unter die Sitzbank, ins Portemonnaie oder wo auch immer. Und kann die dann als Unterlage für den Seitenständer nutzen. Und das schauen wir uns jetzt draußen mal an, wie gut das wirklich funktioniert. Ihr seht, der Seitenständer ist jetzt schon relativ weit eingesunken, obwohl das Motorrad hier gerade erst steht. Obwohl der Boden relativ fest ist, ist es trocken. Und trotzdem ist es hier so weit eingesunken. Und um das jetzt zu verhindern, legen wir die Karte unter. Das sieht dann aus wie folgt. Zack, einfach drunter. Und wir haben einfach eine viel größere Auflagefläche und das Motorrad bzw. der Seitenständer sinkt lange nicht so schnell ein. Wir kennen es alle, beim Motorradfahren ist Platz immer knapp und deswegen habe ich schon diesen letzten Lifehack selber vorher gemacht. Und ich bin mir sicher, dass ganz viele von euch das auch intuitiv schon vorher gemacht haben. Nämlich aus dem eigenen Motorradhelm einen Einkaufskorb zu machen. Dazu haben wir hier einfach den Riemen geschlossen und zack, haben wir schon unseren Einkaufskorb. Wir müssen natürlich das Visier geschlossen haben. Und cool ist, dass der Helm gleich so hängt, dass das Visier so ein bisschen nach oben zeigt, damit, wenn wir gleich Sachen reintun, dass das nicht das Visier von innen verkratzt. Und dann passt da ganz schön viel rein. Wir haben hier ein Tuch rein. Wir haben unsere Handschuhe rein. Und so ging es natürlich auch mit anderen Sachen, wenn wir zum Beispiel zumindest wesentliche Lebensmittel einkaufen wollen. Und in dem Video von dem Lifehacker, wo ich es gesehen habe, die stopften sich dann auch noch alles unter das T-Shirt. Ich hole es nämlich mal wieder raus. Das heißt also, auch wenn ihr Lebensmittel eingekauft habt, dann geht das natürlich dann alles ins T-Shirt, weil das einfach dann quasi, oder ihr seid einfach dann die Einkaufstasche. Ich stecke nämlich das T-Shirt vorne rein und dann stecken die da ihre Lebensmittel oder was sie eben transportieren wollen, dann da oben rein. Hier zum Beispiel unsere Reisegröße Panzertape. Ich hoffe, das Mikrofon knackt nicht so. Taschenmesser und eine Fernbedienung für die Kamera. Also jetzt einfach mal als Anschauungsobjekt oder das Tuch. Ihr seht also, ihr kriegt da einiges rein und so genauso würdet ihr eben auch Lebensmittel transportieren können. Ihr zieht dann eure Jacke einfach wieder an und seid dann eine lebendige Einkaufstasche. Aber naja, wie auch immer. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann unbedingt positiv bewerten, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schaut euch gerne mal Instagram aus. Und dann sehen wir uns hier dienstags, donnerstags und sonntags zu neuen Videos. Ich wünsche euch eine gute und vor allem unfallfreie Motorradsaison. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao. In jedem Lifehacks-Video erstmal das Studio trockenlegen.